Hallo zusammen. So, es ist wieder was eingetrudelt bei mir. Und ja, ich war im Tüdi gewesen, im Action war ich nochmal gewesen, weil ich eigentlich ein paar von den neuen Sachen haben wollte, aber mein Action hatte leider noch nicht die neuen Sachen gehabt. Ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, dann wollte ich euch mal so zeigen, was ich geholt habe. Ich habe mir unter anderem auch was beim Amazon bestellt. Und zwar habe ich mir einmal hier so ein Stickerpapier geholt, einmal in matt. Ich meine, also das ist jetzt für Laser und für Tintenstrahldrucker. Da könnt ihr jetzt nicht so viel mit anfangen. Ich fand das jetzt hier auch schön. Ja, da kriegt man so eine Matte dazu. Hier sind 15 Blätter drin. Die wollte ich am Wochenende mal ausprobieren. Und zwar, ich habe ja die Möglichkeit durch meinen Plotter. Ich habe einen Cricut Maker, falls das einen jemand interessiert. Habe ich ja die Möglichkeit, Sticker selber zu machen. Und das wollte ich am Wochenende mal ausprobieren, da ich ja jetzt so einen schönen Planer habe. Und also die haben einmal mattes Papier, ist zwar klar, aber matt. Und dann habe ich mir noch ein Papier geholt. Und zwar einmal das hier, auch Stickerpapier. Das ist zwar auch klar, aber frosty. Also das ist milchig. Und ich probiere das am Wochenende aus. Und wenn das gut funktioniert hat, also ich kann euch auf jeden Fall berichten und vielleicht ein paar Ergebnisse noch zeigen beim nächsten Video. Und ja, also die zwei habe ich geholt. Das wollte ich mal ausprobieren. Also hier sind 20 Stück drin. Da müsst ihr auch mal gucken. Also es gibt Preisvergleiche bei Amazon. Da kann ich euch nur sagen. Also ich habe jetzt 3 € mehr gekriegt und habe 10 Blätter mehr bekommen. Also da muss man echt gucken. Höllisch gucken. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr auch Stickerpapier holt. Gerade bei dem müsst ihr richtig gut gucken. Ne? So, dann habe ich mir bei Amazon habe ich mir geholt. Fotopapier. Da habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus. Ne? Ich glaube, das hat nur 1,47 € gekostet. Also, ich sag mal, zu Qualitätsfotopapier ist das natürlich eigentlich ein Witz. 1,47 €. Da bezahlt man ja wesentlich mehr. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mal gucken, wie die Druckqualität ist auf dem Papier. Das ist ja auch für Tintenstrahldrucker. Ich habe ja so einen Epson-Drucker. Ich probiere es einfach mal aus. Also mehr als schief gehen kann es nicht. So, dann, was hast du über Action noch geholt? Ich glaube, das war halt eigentlich soweit. Noch Briefumschläge, also Rohlinge, aber das ist ja uninteressant. Dann habe ich mir beim Teddy hier diese Untermatte geholt, weil ich habe mir gedacht, diese, ja, ich sag mal, die langweilige graue Schneidematte ist ja ein bisschen, ja, sieht ein bisschen trist aus. Da habe ich mir gedacht, ich bringe mal ein bisschen Farbe im Hintergrund. Da habe ich mir das Papier geholt, weil die haben ja 30%. Dann habe ich mir hier noch so einen Block geholt. Oh, Moment. Ich habe mir hier noch so einen Block geholt. Da sind so süße Papiere drin. A6. Ich tue mal schnell durchblättern mit Herzchen, Sternchen, Regenbogenfarbe. Also es sind immer jeweils 5 Blätter. Das ist jetzt nicht so meins. Dann kommen hier wieder Sternchen, Herzchen, Hello. Nochmal Sternchen, wieder andere Farbvariante. Regenbogen. Also den Block fand ich nicht schlecht. Da sind 100 Blätter drin. Das ist auch schön. 100 Blätter sind da drin. Ja. Ich glaube, 20 verschiedene Designs, jeweils 5 Blätter. Das ist auch sehr hübsch. Dann was ganz Zartes, Pastellfarbenes.
Also die Panda-Bären kommen sehr oft dann hier wieder. Also das fand ich richtig schön. Das hat mir gut gefallen. Und ich denke, wo die 30% haben, nimmst du das mal mit. 100 Blatt, 5x20. Also das Papier ist sehr dünn. Also wenn es nicht sogar nur 80 Gramm ist, aber mehr als 100 Gramm würde ich das jetzt nicht schätzen. Es steht leider keine Angaben drauf. So, das habe ich geholt. Dann habe ich mir einen Stencil geholt. Hier den Stencil habe ich geholt. Also das ist jetzt sehr groß. Kann man das hier jetzt ein bisschen sehen? Ach hier, das hier ist was dunkel. So, also eigentlich habe ich mir das hier wegen den Palmen geholt und wegen denen hier. Also wegen den zwei Süßen hier und den Palmen habe ich mir das eigentlich geholt. Da sind hier auch noch, das finde ich ja eigentlich auch schön. Das könnte man auch, kann man bestimmt auch gut verwenden. Eine Miezekatze noch. Ja. Also den habe ich mir noch geholt. Dann habe ich mir beim Teddy noch hier diese Anhängerchen habe ich geholt. Ich denke für 70 Cent. Ne? Kann man hier einen Pariser Eiffelturm noch ruhig mitnehmen. Hier eine Schlüssel mal für ein Album oder an irgendein kleines Geschenk als Deko dran zu hängen. So, dann habe ich mir noch noch Aufkleber geholt. Die hingen da rum. Die haben mich dann angesprochen. Auch für 70 Cent. Ist ja 30%. Und die hier fand ich sehr hübsch. Das sind nämlich genau meine Farben. Rosa. Das ist so ein grün, grün-blau. Lila. Grüne. Also richtig süß hier die Sternchen. Die habe ich mitgenommen. Da hingen auch noch mehr rum, aber ich habe gedacht, ich habe so viele verschiedene Dinger hier. Also erst einmal alles aufbrauchen. So, und dann, ihr glaubt es nicht, aber ich habe mir Die-Cuts mitgenommen. Ne? Die haben mich irgendwie angesprochen. Ja, ich packe die mal kurz aus. Und zwar haben die mich auch angesprochen, weil die auch teilweise foliert sind. Da sind richtig schöne Motive auch bei. Und ich finde die auch, die sind auch was stärker als so Die-Cuts, die ich schon mal hatte. Ich tue die mal kurz. Auch diese Folierung, die finde ich ja auch sehr schön. Ne? Also kommt das, ja hier, so hat man es gerade gesehen. Vögelchen. Was ist das? Federchen. Häuschen. Die finde ich ja auch sehr hübsch, ne? Sieht auch sehr hübsch aus. Igelchen, Luftballons. Und immer so eine, seht ihr das? Ja. Hier der Pfeil, den fand ich auch sehr schön. Der hat auch diese Folierung drin. Und dann noch Hooray. So, das war das gewesen. So, und dann habe ich noch dann habe ich noch Kreativdepot. Ich räume das mal ganz kurz hier weg. Kreativdepot noch. Und zwar, hier fällt gleich alles runter. So, wieder eine Karte, ne? Karte und Kreativität zieht alles Positive auf wundersame Weise an. Heute kann ich sogar lesen. So, dann wieder ein Goodie. Perlchen und eine Miezetatze. Eine Miezekatze. Ach, jetzt heißt sie falsch rum. So, nochmal kurz. Wiederholung. So, die finde ich ja voll süß. Und so, und einmal die. Dann habe ich mir geholt. Also, ich habe mir was von meiner Wunschliste geholt. Und zwar hatte ich schon lange draufstehen. Da gab es die ganze Zeit nicht. Hier einmal den Anker. Die Stanze. Finde ich richtig schön.
Ne? Also die wollte ich die ganze Zeit schon haben. Dann habe ich mir noch die hier geholt, so Anhänger. Also der Anker war die ganze Zeit nicht lieferbar gewesen. Ich glaube, die dann schon, aber die habe ich mir dann jetzt halt mitgenommen. Ne? So das. Dann habe ich mir einen Stempel, den wollte ich schon lange haben. Den gab es jetzt endlich mal wieder. Der war lange ausverkauft. Den habe ich mir endlich wieder bestellt. Da bin ich sehr happy drüber. Ich finde das so toll hier, auch mit dem Segelschiff hier dabei. Das sieht richtig schön aus. Der heißt Leyami Maritim. Also richtig schön. Endlich ist er wieder im Shop angekommen. Da bin ich sehr happy drüber. Sieht man auch im Bild? Ja. So, dann habe ich mir eine Hintergrundstanze geholt. Hier mit den Zuckerstangen. Die hat mich angesprochen. Die fand ich ganz süß. Designline-Hintergrund Zuckerstangen mit Illustration von Carola Weil. Die habe ich geholt. Dann habe ich vom Modascrap habe ich den Stern geholt. Da bin ich ganz happy drüber. Der ist aber ziemlich klein. Aber trotzdem, da ist ja für so kleine Goodies ist der süß. Ich glaube, der ist auch im Moment nicht mehr lieferbar. Da bin ich richtig happy, dass ich noch einen erwischt habe. So, den habe ich mir geholt. Dann habe ich mir Rub-Ons gekauft, weil ich mache jetzt demnächst wieder was mit Resin-Arbeiten. Da hatte ich mir nämlich extra was geholt. Ich kann euch die mal zeigen, diese die Silikone. Moment. Ach, jetzt ist ja eigentlich Quatsch, dass ich euch das zeige. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Silke, irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Da hatte ich mir letztes Jahr im Ausverkauf hier den Silikon hier geholt. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Ich meine, hier kann ich jetzt keinen Rub-On drauf machen. Aber den fand ich total klasse. Den wollte ich mir gerne mal ausprobieren für Weihnachten. Und hier. Teelichthalter, ne? Und hier habe ich mir gedacht, dann, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie die heißt, Silke, irgendwas, ich weiß es nicht. Das wird dann so ein Teelicht, ne? Wollte ich mal ausprobieren. Das sind die Silikone, die ich mir letztes Jahr geholt habe. Da waren die nach Weihnachten Aktion gehabt, da habe ich mir die schnell gesichert. So, Entschuldigung, ich bin jetzt völlig vom Thema abgewichen. So, also ich habe Rub-Ons geholt. Blumenskizzen Gold, Inhalt 3 Bögen. Also diese Silikonform hat die immer noch. Silke, irgendwas mit H. Ich weiß es nicht. Die Leute, die Resin machen, die kennen bestimmt den Shop. So, da habe ich mir einfach einmal die goldenen geholt. Die fand ich total hübsch. Die leuchten auch richtig schön gold. Sieht man das? Richtig toll. Dann den hier. Und den hier. Also die sehen richtig hübsch aus. So, die habe ich mir geholt. Dann habe ich Sommerrascheln. Heißt das? Sommerrascheln, ja, genau. Die fand ich richtig toll. Ich habe mir gedacht, komm, wenn du einmal Rub-Ons bestellst, dann hol sie dir alle. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt alle geholt, die sie im Moment im Shop haben? Ich weiß es jetzt nicht. Einmal den hier. Der ist doch richtig toll, ne? Die fand ich ja schön. Ich finde das überhaupt. Auch diese Farben kommen hier. Ich finde, also alles, was von Sommerrascheln ist, finde ich total klasse. Das hier. Ich meine, wir stehen kurz vor Weihnachten, aber das ist mir dann jetzt auch egal.
Und die hier. Das sind die. So, und dann habe ich mir noch einen bestellt. Und zwar Waldtiere Weihnachten. Waldtiere Weihnachten. Hänge ich hier fest. Kleinen Moment. So. Im Moment, alle drei auf einmal, da sieht man ja nichts. So. Aber die hier, die sind ja voll süß, ne? Dann das hier. Den finde ich auch hübsch hier, den Schlitten mit den Geschenken drin. Hier ist noch einer. Das ist auch süß. Oder die hier. Die finde ich ja auch voll süß hier. Dann das hier. Die habe ich geholt. Ach, ich habe noch was vergessen. Ich habe auch noch was bei Bastelwelt Schobes gekauft. Moment, ich wollte euch aber noch was zeigen. Das habe ich jetzt total vergessen. Wo habe ich die denn jetzt hingelegt? Ah, da. Moment. Also das hier hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt. Ne? Das war ja die Stanze von JM Kreation. Da habe ich mal so eine einfache geholt, gemacht. Die glitzert ja hier. Nuvo Drops. Ja. Diese Karamell-Creme oder wie die heißt, meine Lieblings-Nuvo Drops. So, die hatte ich ja. Die hatte ich euch, glaube ich, gezeigt. Dann habe ich noch hier eine gemacht von Tracy Hay. Hallöchen von dem Haidu-Stanze von Kreativdepot. Das ist ja auch goldisch, ne? Einfach so. Also ich sag mal, von dem Hintergrund bin ich jetzt nicht so überzeugt. Also, ja. Naja. Dann habe ich hier aus dem Block hier, den ich euch letztes Mal gezeigt habe, hier von Woolworths, habe ich mir schnelle Karten gebastelt. Und zwar einmal die hier. Da habe ich dann hier die Stickles benutzt. Oh, hier, bei dem habe ich nur einmal benutzt. Hier die Stickles. Moment, ich habe also bei den Karten, die habe ich verziert mit den Stickles Stardust und mit dem Nuvo Crystal Glaze. Damit habe ich die verziert. Dann habe ich das hier noch gemacht, hier die süße Karte. Ach, die ist ja goldig. Hier immer auf den Sternchen habe ich immer den Stickel drauf gemacht und auf dem Herzchen habe ich das Crystal Glaze drauf gemacht. Hier hat sich leider eine kleine Blase gebildet, die habe ich nicht gesehen und jetzt ist sie richtig fest trocken. Ah, hier ist auch noch Crystal Glaze. Dann habe ich die hier habe ich gemacht. Dann habe ich das Crystal Glaze hier auf dem Luftballon gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, dann habe ich die noch gemacht, wieder mit Glitzer hier und hier. Also die waren echt schnell gemacht, ne? Dann habe ich die noch hier. Und die hier. Wieder auf dem Herzchen und hier wieder das Stickles. So, und dann habe ich bei Bastelwelt Schobes, das wollte ich euch unbedingt sagen, ich habe mir dieses Jahr, also ich wollte ja eigentlich als Adventskalender, wollte ich ja eigentlich gern von Anne Design den haben, aber der war so schnell ausverkauft. Also nächstes Jahr liege ich auf der Lauer, sage ich euch. Dann habe ich mir von Kulrike, habe ich mir den Adventskalender dann dieses Jahr gegönnt. Ich bin gespannt, wie der wird. Und ich habe mir hier von Crafters Companion geholt. Weil ich muss dazu sagen, es gibt bei YouTube ein Video, da packt die den komplett aus.
Ich habe mir nicht das ganze Video angeguckt, aber was ich da gesehen habe, das hat mir richtig gefallen. Ich hatte letztes Jahr auch einen von Crafters Companion. Da hatten die nur Stempel drin gehabt, immer mit Stanzen. Und hier sind jetzt auch Embossing-Folder und Papier ist hier drin. Und auch richtig schöne Stempel sind hier drin. Also ihr müsst bei YouTube, also wenn ihr mal neugierig seid, guckt mal bei YouTube nach. Ja. So, das war mein Video gewesen mit ein bisschen Kraftupdate und die Aufkleber will ich mal ausprobieren am Wochenende. Da zeige ich euch dann, ob es geklappt hat, auch mit dem Fotopapier. Also ich gebe auf jeden Fall, wenn ich dazu gekommen bin, noch ein Ergebnis, wie das geworden ist. Ja, dann... passt noch gut auf euch auf, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss!